Einen wunderschönen guten Tag hier aus Potsdam. Und heute mein Gast, der größte Vorsitzende aller Zeiten der Partei für... Ich finde es ein bisschen großspurig, in meiner Garderobe davon zu reden, dass ich Ihr Gast bin. Bin ich Ihr Gast? Ja, heute mein Gast. Jetzt können Sie sich vorstellen. Tom Aslan von Tombus 4. Ich habe Sie gerade bei der Lesung erlebt, Herr Sonneborn. Die Leute haben gejubelt, applaudiert. Langweilt mit der Zeit das Bad in der Menge? Nein, ich glaube nicht. Es sind ja immer unterschiedliche Leute und unterschiedliche Typen. Und gerade der ländliche Bereich hier ist ja interessant, wenn man so Leute aus sich herausgehen sieht. Freut einen das immer. Ich hätte Sie nicht als so neidischen Menschen erlebt oder gesehen früher auch. Also ich habe Sie jetzt so erleben müssen. Sie sind da recht missgünstig und neiden den linken Abgeordneten, die Verfassungsschützer, und wollen auch beobachtet werden. Woher kommt das? Wir haben einen Grund dazu, vom Verfassungsschutz beobachtet werden zu wollen. Wir wollen eine fachlich saubere Dokumentation unserer Tätigkeit nach der Machtübernahme haben und brauchen die für die Häuser der Geschichte in Leipzig und Bonn. Und der Verfassungsschutz ist ja ausgebildet eigentlich, um Parteien zu beobachten und zu dokumentieren. Wir haben extra eine verfassungsfeindliche Plattform gegründet, um beobachtet zu werden. Wir haben das dem Verfassungsschutz auch mitgeteilt über unseren Justiziar, Tim C. Werner. Und wir werden trotzdem nicht beobachtet. Das ist eine Sauerei. Und es gab eine kleine parlamentarische Anfrage der Linksparteiabgeordneten Ulla Jelbke. Die hat angefragt bei der Bundesregierung, für wie gefährlich die Bundesregierung die Partei und für wie gefährdend für den Fortbestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sie die Existenz einer verfassungsfeindlichen Plattform in der Partei halte. Und die Bundesregierung hat schriftlich geantwortet, die Partei gilt als Satirepartei, gegründet von Redakteurin des Satiremagazins Titanic, Vergleiche, Doppelpunkt, www.wikipedia.org. Das ist natürlich unfassbar, dass die Bundesregierung im Internet nachschaut, ob eine Partei gefährlich ist oder nicht. Und meines Erachtens gehört diese Bundesregierung abgewählt. Sehen Sie denn überhaupt noch die Chance, durch den demokratischen Weg die Machtübernahme zu erreichen? Oder zwingt Sie die aktuelle Lage in ganz Europa nicht dazu, andere Wege zu wählen? Nein, ich schätze ja die Demokratie, weil sie uns die Möglichkeit gibt, auf unblutigem Weg an die Macht zu kommen. Wir könnten auch anders. Natürlich, wir haben einen bewaffneten Arm in der Partei. Bei einer Lesung in Hamburg ist ein älterer Herr aufgestanden und hat gefragt, ob wir schon einen bewaffneten Arm hätten. Ich habe gesagt, nein. Und er hat gesagt, er würde das gerne machen. Er habe die Erfahrung zweier verlorener Kriege. Und ja, wir sind dann übereingekommen und insofern verfügen wir jetzt über einen bewaffneten Arm. Das ist natürlich sehr erfreulich und gibt einem auch ein bisschen das Gefühl der Sicherheit. Ist das nicht so, Herr Sonneborn, ist das nicht auch ein bisschen gemein von Ihnen, dass Sie nur Deutschland im Blick haben? Verdient nicht ganz Europa die Möglichkeiten, die Ihre Partei bieten kann? Mir gefallen Ihre devoten Fragen. Natürlich ist das keine Idee, jetzt die Macht in Deutschland zu übernehmen, keine vollkommene Idee, wenn nicht Europa dahinter stehen würde, selbstverständlich. Weil Sie das ansprechen, also Sie waren für mich immer eine Lichtgestalt und ich wollte mich natürlich andienen für den Fall, dass Ihre Partei die Macht übernimmt. Ich bin durchaus bereit, diesen journalistischen Stil hier weiterzumachen, sofern Ihnen der auch mundet. Aber kommen wir zu einer anderen Frage. Ich habe morgen im Gespräch Frank Schäffler und Sarah Wagenknecht. Man sieht die ja oft auch bei Maybrit Illner und Anne Will und so weiter. Glauben Sie, dass dieser politische Stil, den wir im Moment so erleben hier in Deutschland, dem Land gerecht wird? Oder wie würden Sie das Kulturmuster dieses Landes umbilden? Ein interessantes Konglomerat an Fragen. Ich finde, wir haben keinen sonderlichen Stil im politischen Bereich, deswegen haben wir die Partei gegründet, um hier stilvoll die Macht zu übernehmen. Und
Ja, wir sind die modernste und populistischste aller Parteien und andere orientieren sich an uns. Man sieht das ja, Inhalte überwinden ist eine alte Forderung der Partei. Die Piraten haben das getan, sind damit jetzt sogar ins Abgeordnetenhaus eingezogen, stehen auf dem Sprung in andere Parlamente. Also wir sind schon stilbildend in diesem Land. Auch richtungsweisend? Vermutlich. Sind Sie der nächste Kanzlerkandidat Ihrer Partei? Nein, wir haben schon weit bevor das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit so Casting-Unfug anfing, unsere Kanzlerkandidatinnen, es handelt sich immer um Frauen, gecastet. Wir haben Ausschreibungen gemacht, gesucht nach gut aussehenden jungen Frauen unter 35, die die Frage nach einer politischen Vision mit Ja beantworten können. Und da haben sich dann immer 10, 12, 20 gemeldet. Die haben eine 2-minütige Rede halten dürfen und dann wurde vor zum Teil 800 Zuschauern abgestimmt, wer Kanzlerkandidatin wird. Und da haben sich immer schöne und visionsfähige Damen dann ergeben. Und ich glaube, wir sollten das auch weiterhin so machen. Ich habe diese Frage bewusst naiv gestellt, weil ich vor allem auch den Zuschauern zeigen wollte, wie sie die Frauen in diesem Land fördern. Mhm. Im Rahmen der Integrationsdebatte würde es mich interessieren, wie Sie das Ausländerproblem lösen möchten. Wir können für beides Quoten einführen. Wir haben überhaupt nichts gegen eine Frauenquote. Sie muss halt nur niedrig sein. Aber andererseits in der Kanzlerkandidatinnen-Frage haben wir natürlich eine 100% Frauenquote. Das soll uns mal einer nachmachen. Gut, die CDU vielleicht und möglicherweise die Grünen. Ist Frau Merkel für Sie eine Frau? Ja, nachdem Bushido gesagt hat, er wolle mit ihr schlafen, damit er sagen könne, er habe mit ihr geschlafen, liegt der Verdacht nahe. Sehr schön. Ich nenne immer zum Schluss drei Begriffe, Herr Sonneborn. Erster Begriff, Sarah Wagenknecht. Was erwarten Sie, dass ich jetzt tue? Ich dachte, Sie kommen selber drauf, dass Sie eine Assoziation dazu irgendwie... Eine Assoziation zu Sarah Wagenknecht? Ja. Werde ich auf gar keinen Fall hier äußern vor der Kamera. Angela Merkel? Wahlbetrug. Die CDU ist mit Wahlplakaten 2005 in die Wahl gezogen, in denen ein extrem Photoshop bearbeitetes Bild von Angela Merkel eine Rolle spielte. Sie erinnern sich an diese Plakate, auf denen Angela Merkel wirklich aussah wie eine junge Frau. Ich bin selber fast in Versuchung gekommen, sie zu wählen nach diesen Bildern und war dann umso entsetzter, als ich sie dann mal live gesehen habe. DDR. BDR. In einem meiner letzten Interviews, und das ist jetzt tatsächlich die Schlussfrage, habe nicht nur ich mich Ihnen andienen wollen, sondern eine Interviewpartnerin, das ist Petra Nadolny aus Nordrhein-Westfalen, die hinter ihrer Sache steht und im Interview durchaus die Möglichkeit sah, für ihre Partei in NRW eine starke Rolle spielen zu können. Sehen Sie da Möglichkeiten? Klar, bei uns kann jeder eine starke Rolle spielen. Super, ich werde das ihr mal weitertragen. Ich bedanke mich für dieses wunderbare, ernsthafte Interview. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg heute bei der Veranstaltung. Schön, dass Sie mein Gast waren. Dankeschön. Schön, dass Sie in meiner Garderobe oder dass ich in meiner Garderobe Ihr Gast sein durfte. Schneiden, schneiden, schneiden. Dankeschön. Und wie gesagt, das nächste Mal Frank Schäffler und Sarah Wagenknecht. Bis zum nächsten Mal.